سلام دوستان. هلو freunde! با بخش دوم یادگیری لغات آلمانی در جمله با جدیدترین سوالات گواهی نامه در خدمت شما هستیم. قبل از شروع ما بهتون نشون میدیم چطور از سایت فاشوله به صورت کاملا رایگان به سوال های گواهی دسترسی پیدا کنید و تمرین کنید. Um zu den kostenlosen Testbögen zu gelangen, gehen wir auf die Seite fahrschule.de. In der Navigation gehen wir auf den Punkt Theorie lernen. Dort klicken wir auf den dritten Unterpunkt Kostenlose Testbögen. Hier könnt ihr wählen, ob ihr den Führerschein als Ersterwerb macht oder ob ihr bereits einen Führerschein habt und für eine weitere Klasse üben wollt. Hier unten kann die Klasse ausgewählt werden. Geht dann auf Test erstellen. Ein Zufallstest wird generiert und ihr könnt üben. Viel Spaß beim Lernen. Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? کجا علل خصوص رانندگی خیلی سریع خطرناک است یا کجا خیلی سریع رانندگی کردن خطرناک است؟ An Bahnübergängen در تقاطوهای همسر ان فابان فرنگونگن زمانی که راه باریک میشه این اون اوبرسیختلیخن کورون در پیچ نامشخص، نوازه و یا هیچ کننده Alle drei Antworten sind richtig. an Bahnübergängen an Fahrbahnverengungen und in unübersichtlichen Kurven Welche Fahrzeuge dürfen diese Straße benutzen? Welche Fahrzeuge dürfen diese Straße benutzen? کدام وسایل نقلیه مجاز به استفاده از این جاده و یا خیابان هستند؟ فاریده و Krafträder, دی گشوبن werden، دوچرخ سوارها و یا موتورسیکلت‌هایی هایی که صاحبانشون سوارشون نیستن و دارن حولشون میدن. یعنی دوچرخه رو با دست مثلا گرفتن و دارن راه میرن. الکترو Kraftfahrzeuge motori Nur die erste Antwort ist richtig. Fahrräder und Krafträder, die geschoben werden. Welches Verhalten ist richtig? Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. من باید اجازه دهم که دوچرخه سوار عبور کند و یا رد بشه. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. باید به موتور سوار اجازه عبور بدم. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. Die erste und die zweite Antwort sind richtig. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen und ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert? Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert? چیکار باید کرد اگر مه در مقابل شما به شدت مانع دید بشه؟ Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen. سرعت را در زمان مناسب با شرایط بینایی تطبیق دهید. Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. یعنی سرعت رو کم کنید و فاصله رو تا وسیله نقلیه جلویی افزایش بدید. dicht aufschließen um sich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs zu orientieren یعنی انقدر نزدیک بشی به ماشین جلویی که با چراغ‌های اون ماشین به مسیر ادامه بدی Auch hier sind die ersten beiden Antworten richtig. Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen und Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen Sie dabei berücksichtigen? Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen Sie dabei berücksichtigen? Die Augen?

Die erste und die zweite Antwort sind richtig. Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher. Wo ist das Überholen verboten? Wo ist das Überholen verboten? Verboten. Kujosepat gerüftan Mamnuhas. An unübersichtlichen Straßenstellen. Darnurote Kurejote. An Bus-Sonderfahrstreifen. Dar Hututio Masire Machsuse Utubus. An Fußgängerüberwegen. Dar Mahalle Ubure obere Piode. به کل خیابون فابان میگن ولی به یه قسمت از خیابون فاشت غایفن میگن میبینید که با رنگ نشون دادم فاشت غایفن به معنی خط جاده هم هست دی ارسته و دی لیتسته انتورد سند ریختگ ان اونوبرسیختلیشن شتراسن شتلن an Fußgänger überwegen. Welches Verhalten ist richtig? Welches Verhalten ist richtig? Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren. باید به ماشین آبی رنگ راه بدم. Ich habe Vorfahrt vor dem Transporter. من به این ون ماشین مشکی حق تقدم دارم. Ich muss dem Transporter Vorfahrt gewähren. باید به ماشین ون حق تقدم بدم یعنی اول ماشین مشکی رد بشه. Die Antworten Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren und ich habe Vorfahrt vor dem Transporter sind richtig. Sie nähern sich einem Bahnübergang, dessen Schranken geöffnet sind. Wie verhalten Sie sich? Sie nähern sich einem Bahnübergang, dessen Schranken geöffnet sind. Wie verhalten sie sich? Sch der Hall naزد شدen bei zarگاه Ro an هست, که Mawan weil یا Roband an Bos hast. Cheگوne رfttor می Mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren, weil in solchen Fällen, der Straßenverkehr immer Vorrang hat. با همون سرعت رانندگی را ادامه دهید زیرا در چنین مواردی ترافیک خیابان یا ترافیک راه همیشه دارای اولویت هست. vor dem Bahnübergang warten wenn auf ihm wegen Stau angehalten werden müsste. قبل از تقاطع همسد متوقف بشید

vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen Stau angehalten werden müsste, und mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten. Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab? Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab? Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 Meter Entfernung. vor der Unfallstelle auf. من مثلث هشدار رو در موقعیت کاملا بازه تقریبا 100 متری از محل حادثه تنظیم می کنم. Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge, zum Beispiel durch Handzeichen. در صورت لزوم من به سایر وسایل نقلیه هشدار میدم مثلا با نشون دادن دست. Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein. Alle drei Antworten sind richtig. Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 Meter Entfernung vor der Unfallstelle auf. Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge, zum Beispiel durch Handzeichen. Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein. Das war unsere zweite Lektion. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal.